Die Osterferien und der Streik bei der Lufthansa haben der Fluggesellschaft Air Berlin im April mehr Passagiere beschert. Insgesamt zählte Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft 2,55 Millionen Fluggäste und damit 2,8% mehr als ein Jahr zuvor. Die Auslastung der Maschinen ging wegen eines noch stärker ausgebauten Flugangebots dennoch leicht auf 83,9% zurück. Air Berlin hatte wegen des dreitägigen Pilotenstreiks bei der Lufthansa Anfang April auf einigen Strecken größere Flugzeuge eingesetzt.